vielleicht hört man es im Stream und hinterher im Video gar nicht so arg, aber also er ist hier schon echt mehrere Bäume am Sägen. Also ich hack hier die Bäume und er ist die Bäume einfach am Durchsägen. So, hier haben wir noch ein bisschen Bambus. So, ein, zwei Bäume haben wir jetzt hier noch für unsere Schneise. Und dann haben wir hier erstmal einen guten Stand. Freut mich. Das ist schon mal echt gut. Viel wert. Blume. Thank yous. Hi. Welcome, man. What's up? How are you doing? I hope you're fine. I'm fine and you. Yeah, I'm also fine. Thank you very much. The French bro. Yes, I think I already knew it. So you weren't here for a long time, but I think we have already spoke about it. We already spoke about it. Talk about the bad words in French and in German. Wasn't this with you? I think so. Good game. Bye bye, bro. Sleep. Ah, okay. Get some sleep. Have a good night. See you. Das kommt tatsächlich, also englischsprachige Zuschauer kommen tatsächlich eigentlich nur durch League of Legends. So, sehr geil. Dann haben wir jetzt hier schon mal unsere Schneise. Und ich glaube, ich würde die auch einfach so hier durch den Berg treiben. Damit wir hier... Ja, da kommen wir halt relativ knapp über dem Wasser, vielleicht mit einer Brücke hier drüber. Aber es geht doch. Das ist gut. Yep. Thank you very much. So, dann gehen wir mal hier auf Ground Level. Hier, oder? Ich würde einfach das hier nehmen. Genau. Lassen wir das hier vielleicht noch so stehen und gehen dann aber hier noch mehr durch. Wobei eigentlich wäre es schlau,
eine Linie immer komplett durchzutreiben, damit man auch dann sieht, okay, da müssen wir hin. Hier kommt viel Erde auf uns zu. Gut, dann ist aber diese kleine Brücke, die wir da oben gebaut haben, hinfällig. Oder habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Tatsächlich. Das ist auch ein geiles Geräusch mit einem Erdblock und da drauf ist ein Grasding. Dieses Geräusch dann. Okay, also hier ist jetzt noch ein Tropenbaum, den müssten wir tatsächlich noch loswerden. Dann wäre so das, wie ich da gerne durchkommen wollen würde. Sehr gut, dann haben wir wie gesagt hier einen Tropenbaum. Das ist schon mal gut. Nebenarmen haben wir ein paar gesehen, oder ich habe ein paar gesehen, irgendwo sind noch irgendwie Holzstücke irgendwo an dem Baum. Naja. Oder auch nicht. Umso besser. Glaube ich noch mal durchgehen und auf der anderen Seite noch mal gucken, wie ich hier in der Breite durchkommen will. Ich glaube, so ist ganz geil. Ich glaube, so, das ist eine gute Breite. So, genau, wir müssen gleich mal wieder hoch in unser Häuschen. Und das Inventar leer machen.
haben wir doch jetzt einiges geschafft bekommen. Die Bäume weg, wo ich tatsächlich gedacht hätte, dass es viel länger dauert. Wir sind jetzt hier die Erdschneise schon am Bauen. Das läuft echt gut. So. Das haben wir hier. Links und rechts eine Vorgabe, wie wir hier durchkommen. Das ist, glaube ich, jetzt für mich einfacher. Einfach hier, tak. Einfach so durchzugehen. Schicht für Schicht. Okay, gut, also wir brauchen auf jeden Fall auch Schaufeln. Also jetzt ist quasi so der Punkt. Gehen wir mal eben zurück, packen uns vielleicht hier noch ein paar Samen ein. Jetzt, wenn wir hier eh auf dem Weg zurück sind. Mega viel Erde haben wir jetzt. Und die brauchen wir jetzt tatsächlich auch erstmal nicht, weil wir jetzt keine Bäume mehr erklimmen müssen. Erstmal, bis wir jetzt darüber sind. Bambus noch mit. Machen wir ganz viele Stöcke da draus, holen uns hier Stein und machen uns mal ein paar Schaufeln da draus. Äxte haben wir erstmal noch genug. Wenn wir dann noch Eisenäxte haben, ja, gut, dann können wir hier Steine zurück. Wir packen mal die Holzstücke rein. Sehr gut. Und sonst haben wir eigentlich alles dabei. Da unten das Weizen reift schön. Nicht gut. Rüber.